Passt bloß auf, hat man den Forstleuten im Wildpark Lüneburger Heide geraten, als diese Transportkisten angeliefert wurden. Die Insassen sollten kleine Schwerverbrecher im Umgang mit Menschen sein. Und das nicht ohne Grund. Diese Präriehunde wurden wie in Einzelhaft in Privathäusern gehalten. Nicht artgerecht und deshalb wurden sie bissig. Da hat sich sowas eingeschlichen, dass manche Leute meinen, Präriehunde als Haustiere halten zu müssen. Aber oftmals stellt sich dann heraus, dass die Tiere aggressiv gegenüber ihren Besitzern werden. Und dann landen die oftmals in Tierheimen. Und wir haben diese Tiere jetzt aus der Auffangstation Sachsenhagen. Und bei uns bekommen sie ein neues Zuhause und da können sie auch mal richtig buddeln. Buddeln können okay, aber das in einem so großen Gehege, das macht dem Weibchen in der Kiste zunächst gehörige Angst. Eine so natürliche Umgebung wirkt für die Präriehündin komplett unnatürlich. Und so muss sie förmlich überredet werden, die Kiste zu verlassen. Ganz vorsichtig und mit dicken Handschuhen. Wovor die Präriehunde nun überhaupt keinen Respekt haben, ist die menschliche Autorität. Sie haben gelernt, wenn man nur kräftig genug zubeißt, dann gehen die Riesen schon zur Seite. Die beiden kleinen Gladiatoren werden übrigens schon einige Tage später Gesellschaft bekommen. Weitere 10 Tiere sollen hier im Wildpark mit ihnen nach und nach eine Kolonie gründen.